Ja, mein heutiger Ausflug führt mich nicht auf den Mars oder ins Weltall, wie diese Figur vielleicht erahnen lassen möchte, sondern in den böhmischen Prater im 10. Wiener Gemeindebezirk. Dieser böhmische Prater ist ein eigentlich recht kleiner Vergnügungspark, der vor allem von böhmischen Schaustellerfamilien in der Zeit des Ringstraßenbaus angelegt wurde, um wahrscheinlich auch die sogenannten Ziegelböhmen, die im 10. Bezirk ihre Wohnungen hatten, ein bisschen mit Vergnügungsmöglichkeiten zu versorgen. Ja, und von diesem Kaffeeservice muss er wohl nicht trinken, das würde er auch nicht so leicht schaffen. Auch dem Wassersport kann man offenbar im böhmischen Prater frönen. Auf schwimmenden Enten. Kein Wunder, was sollten Enten schon tun außer schwimmen? Eigentlich ist das Ganze aber ein Autodrom am Wasser. In diesem kleinen Museum im böhmischen Prater finden wir alles Mögliche in liebevoller Kleinarbeit und in Figurengruppen zusammengestellt. Von Handwerkern bis zu Szenen über die amerikanische Geschichte findet sich hier interessanterweise fast alles. Apropos Amerika, kleine Kanufahrt gefällig, aber sicher. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hetz und kostet nicht viel. Ja, und jetzt bin ich beim ältesten Ringelspiel Europas gelandet. Das wird sich jetzt demnächst in Bewegung setzen. Thank you.
dass man im böhmischen Brat auch gut essen kann, ist wohl kein Geheimnis erst seit heute, sondern das weiß man schon lange. Auf dem Karussell fahren alle gleich schnell, darum wäre es schön, wär man noch einmal 10. Da sind alle gleich, ob sie arm oder reich, alle fahren gleich schnell auf dem Karussell. Ja, im böhmischen Brat, da gibt es sogar eine Straßenbahn zum Einkaufen, wobei der Straßenbahnwaggon sogar original ist. Und bei diesem Anblick schlagen nicht nur Kinderherzen höher. Hey, ein führerloses Fahrzeug? Das darf doch nicht wahr sein. Zum Glück gibt es hier auch Fahrzeuge, die einen Fahrer am Steuer sitzen haben. Schon mal was von einer Karussellorgel gehört? Hier sehen wir sie. Auch das gibt es im böhmischen Prater. Und hier kommt die Raupe. Und das war's für heute, liebe Leute.